Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Hier sind wir wieder. Auf dem Weg zu verstehen. Okay. Was muss ich denn sammeln? Ich hatte ja schon gefragt gehabt. Muss ich Raketen sammeln? Ich habe noch keine Ahnung, was ich sammeln muss. Das ist gerade bei dem... Ja, ich hätte gern gewusst, was für ein Objekt ich sammeln muss. Magazine. Ah, ich muss Magazine sammeln. Also so Magazine wie Zeitungsmagazine, ist das richtig? Tote muss ich ja auch sammeln, Sani, genau. Okay. Das ist doch schon mal eine wichtige Information. Uff, das wird aber lustig. So detailreich wie mittlerweile die Darstellung hier sind. Playgirls. Nee, die will ich nicht sammeln, danke. Krass. Nachher bestimmt wieder kilometerweise versteckt, ey. Toll, jetzt fange ich an, nach Magazinen zu suchen, Leute. Hüte sind's? Wie? Hä? Ja, was denn jetzt? Magazine? Hüte? Ich bin irritiert. Chronoka, ich könnte das nochmal aktivieren. Aber dann kommt wahrscheinlich das Ding wieder, ne? Ich glaube, ich muss das erste Mal so ein Magazin sehen, damit ich es weiß. Ach, nicht Hüte, sondern Hütte. Hier sind Magazine? Nee. Willkommen zurück, Anni. Also hier ist schon mal kein Magazin. Sieht auch nicht so aus, als wäre hier eins. Das ist ein Kissen. Das ist eine Decke, das ist ein Kissen. Hinter ist auch keins. Und jetzt behaupte ich, hier ist keins. Ads, Magazine. Sind Hüte. Okay. Was? Okay. Ja, schauen wir mal, ob wir da mit der Zeit was finden. Und jetzt sage ich bisher noch nicht. Ich muss auch das erste Mal echt eins sehen, damit ich das weiß. Er Moment. Kommt! Alle Mann auf Position! Und dann, wie wir es geprobt haben, ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen! Möge Tetanus uns beistehen. Uff. Ist das... Ist das Dog? Nee, Zoom. Okay. Da haben wir eine Band, die nichts tut und keinen Strom. Toll. Da können meine prophetischen Träume orakeln, bis sie schwarz werden. Ich werde niemals einen Schnauzer tragen. Hallo, Fremder. Neu in der Stadt? Aber Rufus, ich komme doch jedes Jahr zum Grill-Donnerstagsfest. Richtig. Und dein Name war? Zoom. Amtierender Grill-Champion aus Sierra Benzole. Sierra Benzole? Ich dachte immer, der Ort hat nur 3 Einwohner. Was nicht heißt, dass der Titel nichts wert ist. Fuego und Petrol sind nämlich auch sehr geschickt im Umgang mit Brennspiritus. Schade, dass sie dieses Jahr nicht antreten können. Lass mich raten. Ein Arbeitsunfall? Sagen wir einfach, sie hätten das Chivapchichi mit mehr Che und deutlich weniger Shishi machen sollen. Toll, jetzt habe ich Hunger. Danke, Spiel. Weißt du, wie man Elefanten fängt? Diese Frage. Aber hey, warum nicht? Weißt du, wie man einen Elefanten fängt? Natürlich. Was denkst du, wozu ich die Elefantenbüchse da hinten habe? Zum Protzen, dachte ich. Ja, das auch. Aber die Elefantenjagd hat bei uns große Tradition. Sie geht zurück auf die Tage, da Halligall und Hunikus gleichzeitig auf die Idee kamen, über die Amalgaten zu reiten. Ich dachte, sie hätten dort nur Füllungen für die Stoßzähne gesucht. Was das Aufeinandertreffen der Heere nicht weniger blutig gemacht haben dürfte. Du weißt ja, nichts ist gefährlicher als ein Elefant mit Zahnschmerzen.
Ah, okay. Es gibt hier Elefanten in der Gegend. Es gibt hier einen Elefanten in der Gegend. Das glaube ich erst, wenn ich ihn sehe. Nun, er ist sehr gut darin, sich zu verstecken. Nicht gerade typisch für einen Elefanten. Sicher, dass du kein Wombat oder Murmeltier meinst? Schnabeltier. Ich würde den Unterschied erkennen, ja. Das haben schon viele geglaubt. Und am Ende muss man sie mit Wombat-Bissen aus dem Zirkus abholen. Armer Onkel Diego. Aha. Und wo ist dein Rüssel, Anni? Oh, das wäre ein Elefant. Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Nein, die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Ich bin zufällig Großwildjäger. Wenn du Großwildjäger wärst, dann wüsstest du, dass Elefanten Kinderkram sind. Viel zu einfach zu treffen. Die Profis jagen kleine Tiere. Enten. Oder Ratten. Dazu reicht so eine Wumme nicht aus. Da braucht man schon sowas wie ein Hochpräzisionsblasrohr. Viel präziser. Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird. Was gibt's denn Leckeres? Was schon? Grill-Donnerstag ist Murmeltiertag. Täglich grüßt das Murmeltier? Vandale-Montag immer Murmeltiertag? Nein. Grill-Donnerstag. Ganz sicher. Ich passe trotzdem. Ich stehe nicht so auf aufgewärmte Plot-Idee, Murmeltiere. Was soll der Quatsch mit dem Licht und den Grillen? Das nennt man Grill-Donnerstag. Ich meine doch, dass ihr die immer ausschaltet, wenn ich in die Nähe komme. Och, das sind ganz normale Brandschutzvorkehrungen. Mach dir darüber keine Gedanken. Hatte ich nicht vor. Okay. Kannst du mir ein Hochpräzisionsblasrohr bauen? Kommt drauf an. Bist du mittlerweile ein diplomierter Großwildjäger? Ja. Dann zeig mir dein Jagddiplom. Okay, ich brauche anscheinend erstmal irgendwie ein Diplom für die Elefantenbüchse. Das scheint Plan 1 zu sein, weil ich den Elefanten irgendwo einfangen muss. Dann kann ich aber immer noch... Aber ich habe ja auch die Knisterfolie behalten, als ich mich in den Zeitmodus zurückgedreht habe. Das heißt, alles, was ich jetzt einsammle, behalte ich, wenn ich die Zeit zurückdrehe. Na dann, Grill und Rodel gut. Erste Idee. Das hatte ich vor. Kann ich mir die Elefantenbüchse... Nein. Ich bin zufällig... Okay, das hatten wir schon. Da braucht man viel. Leider sind... Und die... Ja, das hatten wir schon. Ich hab gedacht, hier wird was zum Anklicken, weil ich ja Hüte oder Magazine finden muss. Aber ich sehe gerade noch nichts. Warte mal, ich muss das nochmal austesten. Ich gehe mal in den hellen Bereich. Schon so ein bisschen arschig, oder? Die Folie habe ich erst mir geholt, nachdem ich wusste, dass ich sie für die Gläser brauche. Mit der Band. Was ist los? Warum spielt ihr nicht? Wir kennen diesen Song noch nicht auswendig. Ja, und ohne Licht können wir die Noten nicht lesen. Warum spielt ihr da nicht etwas, das ihr auswendig könnt? Eine Nummer würde mir da schon einfallen. Unser Hit. Rudis Zahn-OP ging schief. Oh, bitte nicht. Dieses Gejaule habe ich schon den halben Abend lang ertragen müssen. Immer noch besser, als deine Visage im Blickfeld zu haben. Hey! Ihr denkt wohl, ich habe Kartoffeln auf den Ohren. Kommt schon! Spielt Rudis Zahn-OP! Rudi! Oh, bitte nicht! Dieses Gejaule habe ich schon den halben Abend lang ertragen müssen. Für Donnerstag. Immer noch besser, als deine Visage im Blickfeld zu haben. Und für Grill-Donnerstag. Ihr denkt wohl, ich habe Kartoffeln auf den Ohren. Kann ich das nicht... Muss ich den... Kommt schon! Spielt Rudis Zahn-OP! Rudi! Muss ich die lange genug penetrieren? Bitte nicht! Dieses Gejaule... Immer noch besser... Hey! Kommt schon. Nee, kann ich nicht. Okay, schade, hier hole ich nichts raus. Wenn er mit mehr Gefühl und weniger Spucke spielen würde, könnte er in den Pausen vielleicht auch mal ausspannen. Erst Zahnarzt, dann lecker Wombatsteak. Ich schwör's, ich habe gerade so Kohldampf, wenn ich das hier lese und höre. Verdammt. Bin ich schnell genug dafür?
Wenzel. Rattenjunge. Okay, ich bleibe hier immer stehen. Okay. Ich kann nicht mit den Leuten reden auf dem Weg. Ja, hätte sein können. Interessant. Grill, Folienkartoffel, Kartoffel-Halbiermaschine. Ja, die Grillstationen gehen aus, sobald ich in die Nähe komme. Das kann nur eins bedeuten. Ich bin noch cooler als angenommen. Das ist entweder mein alter Sidekick Wenzel oder eine sprechende Kürbislaterne. Der arme Rattenjunge kann sich nicht mal richtige Kleidung leisten. Meine Eltern sagen, Basalt sei die Trendfarbe der kommenden Herbstsaison. Wisst ihr Bescheid? Okay. Honigspender? Was schon? Was? Wenzel, bist du das? Ich hatte dich doch glatt für eine Kürbislaterne gehalten. Sehr lustig. Aber schön zu sehen, dass du dich doch entschieden hast, am Grill-Donnerstagsfest teilzunehmen. Ein Dreck hab ich. Ich bin nur hier, um Toni abzuholen. Ach ja, der Ballon. Hast du dir das wirklich gut überlegt? Ich weiß, eine Woche mit ihr auf engstem Raum, das grenzt an Selbstmord. Aber es wäre bestimmt nicht gut für unsere Beziehung, wenn ich den Planeten ohne sie verlassen würde. Ich meinte doch, ob du dir sicher bist, die Sache überhaupt durchzuziehen. Ihr hattet euch schon mal getrennt. Wenn dein Plan wieder schief geht, könnte diesmal mehr in die Brüche gehen als nur das Höhenruder oder dein Nasenbein oder das Dach vom Kindergarten. Mach dir mal keine Sorgen, kleiner Mann. Diesmal habe ich an alles gedacht. Ein Höhenruder habe ich zum Beispiel gar nicht erst eingebaut. Toni vertraut mir. Und da hat sie ja auch recht. Du wirst schon sehen. Mhm. Ich heiße Leonardo Alfonso Miguel Garcia de... Na, macht ja nichts. Rattenjunge, passt doch. Den anderen Quatsch kann sich ja eh keiner merken. Quatsch? Mein Name wurde mit einem Preis ausgezeichnet. Ratatatatatat. Rattenjunge ist am Start. Warum sind alle so gemein zu mir? Oh, darfst du nicht mit den anderen Ratten spielen? Wenn sie das Faulobstspiel meinen, ich würde wirklich gern. Aber ich bin noch zu jung. Das stimmt, Rufus. Faulobst legen dürfen nur Erwachsene spielen. Bin ich in ein Grillennest getreten? Andauernd höre ich dieses Zirpen aus meiner Knöchelregion. Okay, ich bin echt noch verwirrt, was hier die Storyline angeht. Ich bin wirklich... Die letzten Bienen des Südquadranten. Seit 20 Jahren auf einem Grill-Donnerstagsfest in ihrer Umgebung. Wenn das so weitergeht, stirbt die Menschheit noch vor den Bienen aus. Maya, Willi, verschwindet, kusch! Verdammt, Maya, Willi, verschwindet! Vielleicht nochmal! Unschuld, ein wunderschön! Okay, hör, verschwindet mal, kann ich da irgendwas sagen? Brauche ich nur meine Finger und eigentlich auch meinen Imkerhut. Den hab ich nicht. Aber ich kann Knitterfolie nehmen. Dafür brauche ich und. Ja, hätte er sein können, okay. Ich hab einen Rattenjunge, ich hab einen Faulobstlegen, ich hab Wenzel. Sprechen wir mal mit Wenzel. Hey, Wenzel. Hey, Rufus. Lust auf eine Partie Faulobstlegen? Ja, klar. Mensch, Wenzel, schön, dich wiederzusehen. Wenzel, schön, dich wiederzusehen. Aber Rufus, wir haben uns doch gestern erst getroffen. Du wolltest dir eine Trittleiter ausleihen. Am Ende hast du aber meinen Kopf benutzt. Eine kleine Verwechslung. Immer machst du dich über meine Größe lustig. Man muss sich eben auch über die kleinen Dinge im Leben freuen können. Du wirst nicht glauben, was mir heute schon alles passiert ist. Lass mich raten. Du hast versucht, nach Elysium zu kommen, bist irgendwo runtergefallen und hast dir den Kopf angestoßen. Falsch. Ich hatte einen visionären Traum von der Zukunft. Dann ist mir ein zauseliger Typ mit einer Zeitmaschine begegnet. Und jetzt werde ich von einem rosa Elefanten terrorisiert. Was? Das klingt ein grausames Schicksal. Aber vielleicht sollten wir die Theorie mit dem gestoßenen Kopf noch nicht komplett verwerfen. Wie ich sehe, hast du doch den Job in der Klärgrube angenommen. Gut so. Ein Mann muss wissen, wo ich sein Platz ist. Ich hab noch keine Ahnung, unschön. Ich bin wie kommst komplett du denn irritiert, was hier im vierten Teil gerade abzieht. Was abortisch, der Geruch? Deine generelle Veranlagung. Ich habe einfach eins und eins zusammengezählt. Das ist kein Klärwasser. Der Bottich gehört zum lustigen Faulobstlegen. Ein Spiel mit einer jahrzehntelangen Tradition. Der hätte wenigstens mal das Wasser wechseln können.
Ich habe eben gerade Teil 3 beendet. Faulobst legen? Das klingt aber gar nicht lustig. Eher so, als sollte da jemand ein dickes Buch mit aufs Klo nehmen. Es ist ganz einfach. Jeder Spieler versucht als erstes drei Früchte seiner Sorte in eine Reihe zu legen. Ohne Handschuhe? Da bekommt man ja schon Pusteln vom Hinsehen. Ja, das größere Problem sind die Ratten. Die Viecher sind einfach verrückt nach dem Faulobst. Igittigitt, warum sollte irgendjemand da mitspielen? Weil der Gewinner ein kaum gebrauchtes Kleinwildjägerdiplom aus dem Nachlass des Vorjahres-Champions erhält. Darum ist das Spiel auch ab 18. Naja. Braucht zufällig. Weil jeder Teilnehmer automatisch an der Erwachsenen-Tombola teilnimmt. Und am Infektionskrankheiten-Roulette. Okay. Warum kann der Rattenjunge nicht mehr? Ist zu jung, Mensch. Weil er noch zu klein ist, sprach der Gartenzwerg. Na gut, dann lass uns spielen. Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Ach ja, da war ja was. Ich muss weiter. Wieso macht Wenzel das nicht mit mir? Langsam den Geruch deines Faulobstbottichs an. Okay, ich habe hier noch eine Folienkartoffel. Autsch, heiß. Diese räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Okay, ich muss sie irgendwie abkühlen. Ich habe aber nichts zum Abkühlen. Aber ich hätte einen Schraubenschlüssel. Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Boah, ne, dann gehen wir mal rein. Mehr habe ich ja nicht. Ich kann am Grill nichts machen. Hier habe ich Wachs. Und diese komischen Hüte oder Magazine. Noch habe ich keins gesehen. Ich muss das echt sehen, ey. Dann erklär's mir einfach nochmal. Was genau willst du von diesem Idioten? Rufus, das ist doch kein Mann für dich. Ist er überhaupt ein Mann? Versager. Das trifft es eher. Halt den Rand, Lotto. Er hat keinen Job, keine Manier. Lotto? Und das Größte von all den Sachen, die er nicht hat, eine Zukunft. Ich warne dich, Lotto. Rede nicht so über meinen Freund. Ach, komm schon, Toni. Vertraust du diesem Toni nicht gut etwa? Lotti? Du hast Toni gehört, Lotto. Lass sie in Ruhe. Nein, ich möchte das jetzt wissen. Glaubst du wirklich, dass ihr euch beide nach Elysium bringen kann? Da lachen doch die Wombats. Zum letzten Mal, Lotto. Halt deinen Rand. Du könntest jeden haben, Toni. Wenn du nur einmal die Augen aufmachen würdest, würdest du es sehen. Hier sitzt ein richtiger Mann. Lotto. Bitte, ein männlicher, bärtiger Mann. Die Möbel sind gerade erst neu. Wie wär's? Möchtest du meinen Bart mal anfassen? Na, knickknack. Okay, eigenartig. Ich habe so ein Ziehen im Bein. Ob da wohl ein Gewitter im Anzug ist? Oh, ja. Lotto, wie siehst du denn aus? Du kannst mich... Du kannst mich ab jetzt Lotti nennen. Toni hat ihm ernsthaft den Bart rausgerissen und ein kleines Mädchenkleid angezogen. Alter, das ist die Frau denn krass, ey. Okay. Schon hart. Ja, ne. Ist schon. Ich glaube, ich habe einen Hut gefunden. Ja, fick die. 93? Wow. Hüte. So schnell ist der Bart ab. Dieser Vorgang wird in Männerkreisen auch Heirat genannt. Uff.
Ja, mit der Heirat gibst du dein Portemonnaie und deine Eier ab, oder wie war das, ne? Nein. Uff, Alter! Mega-Kill. Wo-o-o-d. Woohoo! Danke für den Resubscribe, Niki. Ja, Leute, die Folge ist vorbei. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wir haben gesehen, wie Lotti entstanden ist. Also, aus Lotto King Lotto wurde Lotti Queen Lotti. Auch noch geschminkt mit Lippenstift. Oh, großartig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis jetzt in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.